Hallo, Sie sind auf dem Kanal Richtige Wahl. Heute bewerte ich das Philips 55PUS 9206/12 Fernseher. Wenn Sie sich über den Preis informieren möchten, klicken Sie einfach den Link in der Beschreibung des Videos. Wenn Sie bereits etwas über dieses Modell wissen, dann teilen Sie gerne ein paar Infos in den Kommentaren, sodass Sie anderen helfen, die richtige Wahl zu treffen. Vergessen Sie auch nicht, ein Like und Abo dazulassen. Lasst uns mit dem Test beginnen. Die Bildschirmdiagonale beträgt 55 Zoll, Bildschirmauflösung 3840x2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine VA-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10-Bit, 8-Bit plus FRC und Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 40 bis 120 Hertz. Vielseitiges Erlebnis. Vierseitiges Ambilight. Mit dem vierseitigen Ambilight von Philips fühlt sich jeder Moment echt an. Intelligente LEDs, die den Fernseher umranden, reagieren auf die Handlung auf dem Bildschirm und leuchten so eindrucksvoll, dass sie es sie fesselt. Erlebe es nur einmal und Sie verstehen, warum Sie keinen Fernseher mehr ohne Ambilight möchten. Ideal für Gaming. Geringe Latenz bei jeder Konsole. Ihr Philips Fernseher verfügt über die neueste HDMI 2.1 Konnektivität und wechselt automatisch in eine Einstellung mit geringer Latenz, wenn Sie ein Spiel auf Ihrer Konsole starten. VRR und FreeSync werden für flüssiges, schnelles Gameplay unterstützt. Der Ambilight-Spielmodus überträgt den Nervenkitzel direkt in den Raum. Egal welche Quelle, Perfektion ist garantiert. Philips P5 Perfect Picture Engine. Die Philips P5 Engine sorgt dafür, dass das Bild stets so brillant ist wie Ihre Lieblingsinhalte. Details haben sichtbar mehr Tiefe. Die Farben leuchten und die Hauttöne wirken natürlicher. Der Kontrast ist so scharf, dass Sie jedes Detail spüren können. Bewegungen sind ausnahmslos fließend. Die Farbe des Fernsehers ist Silber. Er wiegt 29,2 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen. 145,93 cm in der Breite, 84,18 cm in der Höhe und 8,64 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 300x200 VESA-Halterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von G. Der durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 107 kWh pro 1000 Stunden. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich folgende Anschlüsse. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x Ethernet RJ45, 2x HDMI 2.0, 2x HDMI 2.1, 1x Satellite In, Main, F-Type Female, 1x Optical Audio Out, 1x 3,5 mm Audio Out, 1x Antenna RF Female, 1x CL Plus 1.4. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards. LAN, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0. Der Fernseher verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über eARC an den Fernseher angeschlossen werden. Dolby Vision und Dolby Atmos. Mit Dolby Vision und Dolby Atmos sehen Filme, Serien und Games unglaublich aus. Erleben Sie das Bild wie vom Regisseur vorgesehen. Keine enttäuschenden Szenen, die zu dunkel sind, um etwas zu erkennen. Hören Sie jedes Wort klar und deutlich. Erleben Sie Soundeffekte hautnah. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Android 10 gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streamingdienste. Android TV. Ihr Philips Android TV liefert Ihre gewünschten Inhalte, wann Sie es möchten. Sie können den Startbildschirm mit Ihren Lieblings-Apps so anpassen, dass Sie ganz einfach mit dem Streamen von Filmen und Serien, die Sie lieben, beginnen können. Oder machen Sie dort weiter, wo Sie aufgehört haben. Ich habe die Kundenrezensionen studiert und die negativen Punkte hervorgehoben. Die Fernbedienung ist ein Grauen. Die Anschlüsse sind schlecht zu erreichen. Man kann nicht alle Apps deinstallieren. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Schönes Bild. Verstellbare Füße. Der Schwarzwert ist klasse. Es gibt keine Lichthöfe. Die Hintergrundbeleuchtung ist fast homogen. Sehr wenig Rahmen. Tolles Design. Sound ist gut genug. Vierseitiges Ambilight ist wirklich toll. Android TV ist schnell. Der Test für das Philips 55PUS 9206/12 Fernseher ist nun abgeschlossen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder.